Hi, ich bin Sami. Ich stehe hier heute vor der Asklepios-Klinik Barmbek in Hamburg und werde hier heute einmal die Radiologie besuchen. Ich hoffe, ich werde heute gezeigt bekommen, was eine MTR eigentlich so macht und den Unterschied zwischen der CT und der MRT kennenlernen. Viel Spaß! Dann schauen wir mal, was mich hier erwartet. Hi. Hallo! Hi, ich bin Lynn. Ich bin Sami. Hi. Hi, Sami. Wir machen heute mal zusammen ein CT. Das ist hier das CT? Genau, richtig. Und ich sehe schon, da liegt ja schon eine Patientin. Genau, das ist Frau Sommer. Und Frau Sommer kriegt Hallo. Heute ein CT vom Kopf. Alles klar. Ja, dann darfst du dich da schon mal hinstellen ja. und die Patientin einmal hochfahren. Wenn du merkst, dass der Tisch reinfährt, kannst du stoppen. Okay. Genau. Wichtig ist bei der Patientin, dass sie bequem liegt, damit sie nicht wackelt während der Aufnahme. Mhm. Ja, genau. Dann ist die Patientin jetzt auch fertig für den Scan. Und dann würden wir einmal in den Schaltraum gehen, weil wir können ja während der Strahlung hier nicht im Raum bleiben. Ah, okay. Und dann darfst du es dir hier einmal bequem machen. Ja, gerne. Und dann starten wir mit dem Planungsscan, so heißt das. Das mache ich jetzt einmal eben. Okay. Und da haben wir jetzt den Schädel von der Seite. Ah ja, das ist jetzt der Kopf von Frau Sommer? Das ist jetzt der Kopf von Frau Sommer. Was sehen wir denn hier weiß ist, was da so hell ist? Genau, das ist, weil die Frau Sommer noch Zahnersatz hat. Ah, okay. Ja, das stört jetzt bei der Aufnahme nicht, weil wir ja die Gänfe kippen, wie ich das schon gesagt hatte. Kannst du dir vorstellen, wo die Augen sind? Hier? Nee, genau, auf der anderen Seite, da oben. Macht Sinn, ja. Genau, stimmt. Da neben den Zehen quasi. Ja, eine Etage höher. Und jetzt kippen wir die Gantry so schräg zu der Schädelbasis, ah, so ja. heißt das, ne? Da, wo der Schädel hier anfängt. Kann man denn so einen Kopf nur mit dem CT untersuchen? Nee, man kann auch ein MRT machen. Das wäre aber ein Raum weiter und das würde dann die Jule dir zeigen. Ach so, okay. Ja. Hallo. Hallo. Hi, ich bin Sami. Du bist Jule? Genau, ich bin Jule. Wir sind jetzt ja hier im MRT und du bist ja eine MTRA. Was macht ihr denn eigentlich alles so? Also hier im Krankenhaus können wir Angiografie machen, MRT, CT und Röntgen und auch die Mammographie. Aber wir können auch in der Nuklearmedizin arbeiten und in der Strahlentherapie mit unserer Ausbildung. Und seit Anfang des Jahres heißen wir jetzt MTR. Ah, okay. Der Name wurde umgeändert. Verstehe. So, dann zeige ich dir schon mal das MRT. Wow. Im MRT ist ja dauerhaft das Magnetfeld an mhm. und dafür musst du jetzt einmal komplett deine Taschen entleeren, alles lose rausnehmen und okay. in der Zeit würde ich schon mal die Patientin holen. Bei dem Gerät ist es so, dass wir eine Messhaube drauflegen und zwar die. Ah ja. Du kannst sie auch mal gerne in die Hand nehmen, ist relativ schwer. Ja, ich merke schon. Und das ist halt wirklich dafür da, dass das Gerät weiß, wo wir Bilder machen wollen und dass wir ein gutes Signal haben. Die Kopf einmal schön gerade stehen. Hier oben raufgelegt und dann macht es einmal klick, klick und dann kannst du die Patientin reinfahren. Okay. Einfach den Knopf lange nach oben. Genau, nach oben. Genau, das war schon. Okay. Dann gehen wir jetzt einmal raus und starten die Untersuchung. Okay. Es geht los. So, als erstes starten wir die Untersuchung. Hier unten links ist der Button für Start Scan. Okay. Insgesamt machen wir 5 verschiedene Messungen hier. Ah ja, okay. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen den Messungen? In der einen Messung können wir zum Beispiel eine Blutung ausschließen, eine frische, oder wir können die Gefäße darstellen im Gehirn. Deswegen machen wir mehrere Messungen hier im MRT, weil wir hier viel spezifischer das Gehirn darstellen können. Jetzt haben wir hier die zwei verschiedenen Bildgebungsverfahren gesehen. Einmal hier das MRT und eben das CT. Ja. Was ist denn jetzt genau der Unterschied zwischen den beiden? Also der genauere Unterschied ist eigentlich auch in der Technik. CT wird mit Röntgenstrahlen gemacht und MRT mit Magnetwellen und deswegen haben wir unterschiedliche Bilder auch. Und das kann ja aber Dr. Bonk noch genauer erklären. Und es war auch super, dass du reingeschnuppert hast bei uns MTRs und vielleicht sieht man sich wieder. Immer gerne. Hallo, Herr Dr. Bonk. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, sehr gerne. Schon einiges gesehen? Ja, auf jeden Fall. Und Sie können mir jetzt hier nochmal anhand der Bilder den Unterschied zwischen CT und ja, MRT erklären? Ja, für so einen ersten Blick, ja, klar. Nicht auf der linken Seite sehen wir beide hier die Computertomographie ja. und auf der rechten Seite, da sehen wir die Kernspintomographie. Sieht ziemlich ähnlich aus. Die Computertomographie ist natürlich viel schneller und wir können eben halt aber sehen, dass wir einen sehr viel höheren Bildkontrast bei den verschiedenen Gewebekonturen im MRT haben und dadurch eben halt auch Sachen sehr viel früher erkennen können. Mhm, also ja. zum Beispiel einen Schlaganfall. Also man kann eben halt kleine Details im MR, im Hirn zum Beispiel, sehr viel besser sehen. Die Hirnnerven sind da jetzt unten rechts auf dem Bild? Die sind
oben rechts gut zu sehen und unten rechts, das sind die Hirnbasisarterien. Ah, okay. Ja, vielen Dank für die vielen interessanten Eindrücke hier heute und dass ich hier mal in die Radiologie reinschauen durfte. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, was eine MTR macht. Sehr gern. Und ich hoffe natürlich, euch hat sie heute auch gefallen und ich sage bis bald. Mhm.